Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stellen euch den WL-Toys Preis-Leistungssieger vor. Und zwar ist das dieser Buggy. Weshalb erfahrt ihr in diesem Video? Wir haben hier einen Buggy, der ungefähr 80 bis 100 Euro, teilweise im Angebot sogar nur 60 Euro kostet. Und das, was ihr hierfür bekommt, ist wirklich, wirklich genial. Wenn ihr übrigens ein paar Bashing- oder Action-Videos und Outdoor-Tests zu dem Fahrzeug sehen wollt, schaut mal hier auf dem Kanal. Wir waren mit dem Teil schon draußen, im Matsch, bei gutem Wetter, überall und er hat wirklich gehalten, was er verspricht. Ja, zurück zum Thema. Weshalb ist dieses Teil sein Geld auf jeden Fall wert? Ja, ich zeige es euch. Also zum einen habt ihr hier für diesen Preis wirklich ein sehr, sehr robustes Fahrzeug. Wir haben hier unten sogar eine Metallplatte. Die Stoßdämpfer sind wirklich sehr robust. Das sieht man sehr selten in dieser Preisklasse. Die Reifen, ja, meiner Meinung nach ein bisschen Schwachpunkt an diesem Buggy. Die könnten einen Tick besser sein, aber die kann man ja problemlos austauschen. Aber auch hier in der Stock-Variante halten die, was sie versprechen. Ja, und dann natürlich das Highlight für wirklich günstige ungefähr 80 Euro. Haltet ihr hier einen sehr, sehr starken Motor. Der Buggy fährt ungefähr 60 km/h, also die packt er auch wirklich. Checkt einfach mal unser Bashing-Video, da seht ihr das auch. Und das ist für den Preis schon sehr, sehr selten. Die Geschwindigkeit an sich ist es aber gar nicht. Es ist das Zusammenspiel der Komponenten. Ihr könnt diesen Buggy auch recht gut beherrschen. Er fährt nicht einfach nur schnell geradeaus, sondern tatsächlich bringt er die Leistung auch auf die Straße oder den Bolzplatz. Ihr seht auch hier, wir haben eine Einzelradfederung. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht immer in diesem billigen Preissegment, muss man auch einfach mal so sagen. Und dass die meisten Teile hier aus Aluminium gefertigt sind, ist auch nicht selbstverständlich. Ja, das war mein kleiner Überblick, weshalb ihr unbedingt euch diesen Buggy mal anschauen solltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, wir versuchen alles zu beantworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.